So, liebe Leute, ihr seht, der Digi ist einmal grob zusammengesteckt. Hier sind noch die Abdeckungen ab. Einspritzpumpe ist wieder drauf. Die Riemenscheibe. Ansonsten durch liegt noch das Schloss. Das Schloss fürs Motorhäubchen. Deckel sind alle wieder drauf. So, und zwar gehe ich jetzt folgendermaßen einmal vor. Ich habe ihn Probe laufen lassen. Problem war halt eben, er lief genauso beschissen wie vorher. Trotz der neuen Nockenwellen. Nicht ganz so unrund, aber immer noch dreckig. Ich habe ihm dann mal ein bisschen Gas gegeben. Nachteil ist, was ich jetzt zu hören bekommen habe, war ein Pfeifen, und zwar von dem Kollegen hier. Das ist der Turbolader. So wie das Ganze aussieht, hat der Turbolader nämlich doch einen mit einem Marmel. Der scheint einen weggekriegt zu haben. Da gehe ich jetzt mal bei, den will ich mal tauschen. Der neue müsste heute eigentlich kommen. Tja, gucken wir mal, wenn das wirklich der Turbo sein sollte. Ja, dann machen wir uns da mal ans Werk. Einmal hier so ein bisschen den Kollegen abbasteln. Hier ein bisschen lösen, da ein bisschen lösen, Schrauben lösen. Und dann gucken wir mal. Ölleitung ist hier hinten noch dran. Die muss dann auch nochmal gelöst werden. Das ist ja die Versorgung hier. Der läuft da unten drunter. Alles so ein bisschen. Ja. Ne, dann gehen wir da mal ans Werk. Den Kollegen mal rausschmeißen. Und gucken, wann das neue denn kommt. Alles klar, frisch ans Werk. Juhu. So, Ladies and Gentlemen. Die Cut-Schrauben sind lose. Hier hinten bin ich jetzt gerade dabei, die zu lösen. Beziehungsweise abzuschrauben. Ja. Schauen wir mal. So, liebe Leute, jetzt zeige ich euch einmal das Problemschräubchen. Da sitzt sie. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen gucken. Wie ihr seht, kommt man natürlich auch sehr hervorragend ran zum Drehen. So, zack, einmal Schlüssel wieder drehen. Um dann überhaupt das Turboladerschräubchen lösen zu können. Weil man hat hier absolut null viel Platz, wie man sieht. Da hinten stößt man gegen. Hier, da hast du keinen Platz mit dem Schlüssel. Ja, das ist dann so jetzt das Ding. Ich habe jetzt schon mal die Ölleitung hier oben gelöst. Ich dachte, ich komme dann besser ran. Irrtum. Auf jeden Fall ganz wichtig, die beiden Schräubchen. Die Schräubchen mit zwei Unterlegscheiben. Damit da nichts rauskleckert. So, ich werde mich denn jetzt erstmal an die Tante hier ran machen. Ich habe auf jeden Fall hier schon mal das Krümmerstück wieder abgebastelt. Das Ansaugschläuchlein. Einen dicken, fetten, schwarzen Schlauch habe ich hier ab. Das liegt hier hinten. Boah. Das beides habe ich dann schon mal wieder abgetüttelt. Um überhaupt ein bisschen Platz zu haben. So. So sieht das Ganze aus. Da ist er ein bisschen süffig. Ein bisschen Öl soll er ja haben. Mal gucken. Sehen wir Licht anmachen. Das ist Abgastrakt. Der sieht eigentlich auch relativ gesund aus. Schauen wir mal. Irgendeine Ursache muss das ja haben. Also die Welle ist zumindest, die ist leichtgängig und sie ist nicht ausgeschlagen. Riefen kann ich da auch nicht drauf sehen. Ach ja, Leute. Ne.
Riefen können wir da auch nicht drauf sehen. Ja, lassen wir uns mal überraschen, ob das denn wirklich der Turbo ist. Jetzt muss der hier von der Post mal langsam antanzen, damit ich den dann eventuell tauschen kann. Ja, gut, ich bespaß mich da jetzt erstmal mit der Einschraube und dann sehen wir gleich mal weiter. Alles klar. So, liebe Leute, einmal ein bisschen ruckeln, einmal ein bisschen wackeln. Schrauben sind lose. Da ist der Herr Turbo, da unten hängt er noch irgendwo. Da unten hängt die alte Pflaume noch, hing er noch. Da war er drin. Da könnt ihr das sehen. So, scharf stellen. Oh. Da, wo er eingesteckt. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Mal sehen. Mit dem Lämpchen. Da. In dem Loch da unten drinne. Ja. Mal gucken. Halt. Da. Der Pinöpsel ist in dem Loch da drinne. Brauche mal beide Hände jetzt. Ich muss nämlich einmal die Dichtung abnehmen. Da seht ihr schon, die ist hinüber. Da ist er schön schwarz. Ich brauche mal beide Hände. Ja, der scheint kaputt zu sein. Aber ganz minimal habe ich Spiel. Nicht viel, aber minimal. Jetzt merkt man das im ausgebauten Zustand. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Ihn so machen halten. Ja, da ist ein bisschen Bewegung drauf. Nicht viel, aber immerhin. Der scheint jetzt im Arsch zu sein. Guti, der ist auf jeden Fall draußen. Jetzt warte ich aufs neue Teil, dann kann der Kollege rein. Und dann schauen wir mal. Upsala. Sauber machen. Den einmal abdecken. Dort ist der Cut. Könnt ihr den gleich mit rausschmeißen. Das AGR-Ventil. Wenn ich schon dabei bin. Mein zweites Mal komme ich da nicht nochmal ran.
Ja, Ladies and Gentlemen, das ist das AGR-Ventil. Das habe ich auch liegen. Das könnte ich mit rausschmeißen, weil man hier an die und an die Schraube nämlich nicht rankommt, wenn der Krümmer so davor sitzt. Habt ihr keine Chance, geschweige denn an die unteren zwei ranzukommen. Da und da. Ja, da ist auf jeden Fall das schwarze Loch. Die Ölversorgung für den Turbo. Gut, da auch noch mal ein bisschen was rüber machen, damit da nichts reinfällt, reinkrabbelt oder wie auch immer. Und dann mal gucken, ob der neue Turbo passt. Ja, so viel denn dazu. Ja, Herr Schaff. Das ist jetzt die neue Erkenntnis. Lütten hat er eine Maumel. Definitiv. Schauen wir mal. Und dann lassen wir uns überraschen. Das Dicken-Projekt wird auf jeden Fall nicht langweilig. Also, es geht weiter. Okay. Wir warten auf den Turbo. Nicht auf den Weihnachtsmann. Auf den Turbo. Jo, Mahlzeit, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, heute ist es soweit. Und zwar ist der Turbolader gekommen. So, einmal das gute Stück. Hier ist er. Das ist der neue Turbolader, der für den Audi passen soll. So, rein vom optischen her habe ich schon mal geguckt. Sieht das alles ganz gut aus. Mit der Dose, mit den beiden Anschlüssen hier. Mit den Anschlüssen kommt es sehr gut hin. Hier unten der Anschluss, der passt. Hier ist das Montagematerial dazu, die Dichtung für den Ölstutzen, der hier unten reinkommt. Da kommt er rein, der Kollege. Dann wird die blaue Kappe abgenommen. Ja, ist jetzt natürlich kein Gerrit-Lader, so wie der alte, aber für den Preis habe ich mir gedacht, bevor du da richtig tief in die Tasche greifst, nimmst du mal den etwas günstigeren und versuchst es mal. Ja, ich meine, man sieht es natürlich schon anhand des Turbinenrades. So, Deckel drauf. Ich zeige euch das einmal, dass der relativ schick und neu ist. Hier schon die ganze Verkrustung und allem drum und dran. Ich meine, das ist nur Marke Gerrit. Gerrit ist natürlich ein bisschen, ja, preislich müssen wir uns nicht drüber unterhalten. So, auf jeden Fall, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das Einzige, wie gesagt, ich muss den Ölstutzen, den muss ich hier einmal umbasteln. Der kommt dann da unten ran. Dort kommt der Kollege hin. Aber ansonsten ist alles gleich. So, ich drehe den einmal auf die Seite. So. Einmal so hin. Den drehe ich dann auch gleich noch einmal. Ups, oha. Schön vorsichtig, so hier nichts kaputt gehen. So, mit den Bolzen muss ich mal gucken, die muss ich rausdrehen. Die kommen dann hier wieder rein. Da kommt nämlich der Cut drauf. Aber ansonsten, wie gesagt, also hier sieht man das echt super mäßig, super spitzenmäßig, die ganzen Verkrustungen, dass der schon ein bisschen gelaufen hat. Und hier ist noch alles schier und neu und total klasse. Ja, Marke ist mir natürlich egal. Hauptsache die Karre läuft wieder. Den Kollegen werde ich auf jeden Fall nicht entsorgen. Den werde ich schön auseinander basteln und werde mir das Lager reparieren. Weil in den meisten Fällen beim Turbolader ist das Lager ausgeschlagen. Und das kann man erneuern. Erneuern. Ist zwar mit ein bisschen Arbeit und Aufwand verbunden, aber das Ding ist nicht kaputt. Deswegen, bei den meisten Ladern, die ihr euch bestellt, ist Garantie drauf. Garantie sage ich schon. Ja, guten Morgen. Ist ein Pfand drauf. Das heißt, der neue kommt und ihr zahlt ungefähr so zwischen 200 und 400 Euro, sage ich jetzt mal, Pfand. Für den alten nochmal extra, weil ihr den nämlich zurückschicken müsst und kriegt dann den Pfand erstattet. Und die reparieren den
und verkaufen den als General überholt. Tja, so ist die ganze Geschichte. Das ist dann jetzt so erstmal ganz kurz das Turbolader-Wissen. Gut, ich werde mich jetzt erstmal an die Stehbolzen hier ranmachen für den Krümmer. Für den Krümmer-Cut. Für den Cut-Krümmer. Ihr wisst schon, was ich meine. Die werde ich mal rausdrehen und dann werde ich mal rausgehen und eine Runde Turbolader schrauben. Alles klar, Feuer frei. So, liebe Leute, ich habe mich dann jetzt mal nach draußen verpieselt. So, so sieht das Ganze aus. Hier ist so ein kleines Turbolader Vibrationsreport mit dabei. Anleitung. Vorgehensweise. Gut, dann werde ich jetzt erstmal den Kollegen umbasteln. Stehbolzen habe ich auch da. Ran ans Werk. So. Ja, neue Dichtung ist dabei. Nicht zu fest, weil nach fest kommt ab. So, das war das.
So, ich habe jetzt hier so ein kleines Spezialpegel mit Handschuhen und allem drum und dran. Ich werde das mal auspacken, zumindest versuchen. Weil es einhändig. So. Ja, da kommt er. Zack. Die einmal dahin. Handschuhe, ganz kleinen Moment mal. So, und zwar steht hier einmal Spezial Turbo Startup Öl. So, die kleine Kanüle wird hier raufgeschraubt. Und zwar haben wir hier oben eine kleine Öffnung. Upsala. Da ist die kleine Öffnung. Da füllen wir jetzt das Öl rein und drehen das Turbinenrad einmal so ein bisschen von Hand. Das ist dafür da, dass er dann nicht anfängt trocken zu laufen. Weil ja noch kein Öl drin ist. Er hat ja noch nichts bekommen. Also das füllen wir da jetzt rein und dann jo, drehen wir mal so ein bisschen per Hand, ne? Damit er dann zumindest schmiert. Das würde ich denn jetzt mal machen. So, Herrschaften, es ist angerichtet. So, so sieht die ganze Geschichte aus. Da fällt die Laterne hier gleich weg. So, ich werde jetzt hier erstmal die Dichtung drauf klatschen. Die liegen hier oben. Ich habe schon alles parat gelegt. Silikonöl ein bisschen, um hier nachher mal einzuschmieren, damit der Kollege dann ein bisschen besser reinflutscht in das Verderben. Dort. In das schwarze Verderben, damit er da mal ein bisschen reinflutscht. Ja, und dann gucken wir mal. Also mein AGR-Ventil habe ich nicht getauscht. Nur so mal nebenbei, weil das ist heil. Das ist eine gute Aussage. Ja, alles klar. Ich werde dann mal ans Werk. So, liebe Leute, der Turbo sitzt. Meine Schraube ist auch schon reingefallen von diesen alten Pimmeldingern hier. Da. Da ist natürlich gleich eine durchgewandert. War klar. So, hier muss ich leider mit Unterlegscheiben arbeiten. Aber das war mir von vornherein auch schon klar. Aber das ist nicht weiter schlimm. Upsala. Damit ich dann die Schrauben vernünftig raufkriege. Ansonsten sieht das Ganze recht gut aus. Ein bisschen gefummelt, ein bisschen gefriemelt. Weil der Kollege da unten, der wollte nicht rein, aber der flutschte nachher doch wie Sand im Eimer. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall nur mal ein Schräubchen besorgen und dann sehen wir mal, ob oder ob nicht. So, Ladies and Gentlemen, wie ihr seht, er sitzt. Das Ergebnis lässt total zu wünschen übrig. Also der ist aus dem Kurs. Da muss ich mir noch mal längeren Schlauch besorgen. Da merkt man dann doch die Unterschiede von dem Austauschteil. Ja. Hier ist er auch wieder fest. Unten das Rohr. Dann will ich den jetzt noch mal hier rauf stöpseln. Den einmal rauf hier und dann gucken wir mal. Handschuh. Ob er läuft oder ob er nicht läuft. Ich will es hoffen. Schauen wir mal. So, Herrschaften, ich habe ihn jetzt erstmal zusammengebaut. Provisorisch ist der erstmal noch nicht ganz fest. Ja, der neue Turbo ist drin. Schauen wir mal, ob es das jetzt war oder nicht. Ich will jetzt ja hoffen, weil so langsam reicht es. Schauen wir mal. Da hinten habe ich noch nicht alles fest, aber Flüssigkeit ist noch nicht ganz drin, aber ich schmeiße ihn jetzt erstmal an und dann gucken wir mal. Ladies and Gentlemen, eventuell habe ich das in den Griff gekriegt. Ich habe ihn eben gerade mal angeschmissen, sprang sofort an, lief relativ ruhig. Ich konnte ihn jetzt nicht allzu lange laufen lassen, weil ich ja keine Kühlflüssigkeit drin habe. Ich will den Motor ja nicht jetzt auch noch hochjagen. Also
aber Gang eingelegt und er ruckelt nicht mehr so doll und also es läuft alles ruhiger. Ich denke mal, dass ich das mit den Nockenwellen und dem Turbo jetzt im Griff habe. Ich demonstriere euch das morgen nochmal, damit ihr dann live dabei sein könnt. Weil wir haben das jetzt kurz vor 7. Ich bin seit 3 Uhr morgens auf dem Bein, also 19 Uhr, kurz vor 19 Uhr haben wir das. Seit 3 Uhr auf dem Bein reicht jetzt erstmal für heute. Flossen sind auch schmutzig. Ich beende das Video jetzt hiermit. Schönen Dank schon mal fürs Einschalten. Finde ich total klasse, dass ihr so treu und dabei seid. Auf jeden Fall. Bis dahin erstmal. Tschüssikowski.